Es in Freizeit reitet sie gern. Und Jelena Groschowa steht bereits aus der russischen Mannschaft. Jelena kommt aus Jaroslawl. In diesem Jahr nahm sie erstmals bei einer Weltmeisterschaft teil, aber konnte sich für kein Finale qualifizieren, war 12. im Mehrkampf. Sie wird 15 in diesem Jahr. Ja, sie hatte sich bei den russischen Meisterschaften im März in Woronesch als 5. des Mehrkampfs in das WM-Team geturnt. Das ist ja ein Standardsprung heute, der Überschlagsalto vorwärts gebückt mit halber Drehung. Schwierigkeit 9,9. Ja, im Stützbereich, also sprich in der Höhe der zweiten Flugphase, hat sie dann noch Reserven. Dann kriegt sie auch ihre Breitenachsendrehung hin, die sie nicht ganz vollendete. Der Stütz zu weit in der Mitte des Pferdes, oder? Na, schwer auszumachen von hier. Ich glaube, den bringt sie besser. Gestern 4. Platz in der Einzelwertung des Mannschaftskampfes, gemeinsam mit der Rumänin Anna Bikan und mit Lilia Podkopajewa aus der Ukraine. Knapp hinter Shannon Miller. Bin mir sicher, dass Jelena Groschewa im russischen Team steht. Die Wertung haben Sie gesehen. 9,637. Mit Reserven. Hier entscheidet die Feinkoordination aus schnellstmöglichem Anlauf das Richtige in na, knapp 2 Sekunden zu tun. Ja, das war der beste Bücksalto mit halber Drehung, zumindest des Abends. Jetzt bin ich gespannt, ob das die Kampfrichterinnen auch so sehen, wie der optische Eindruck. Aber das haben Sie ja auch gesehen, liebe Zuschauer. Hier war Höhe da, hier war...